So, dann wollen wir mal was gucken hier. Hm, Weltkarte, die alte Welt. Flotte erwartet Befehle. Brauche ich noch ein Kriegsschiff? Wo sind denn meine ganzen Kriegsschiffe? Habe ich jetzt alle konzentriert auf einen Punkt oder sind die jetzt noch hier irgendwann rumfahren? Ich glaube, ich habe die tatsächlich auch alle auf einen Punkt. Ja, das sieht gut aus. Flotte bereit. Im Prinzip ist halt der Plan folgender. Pass auf, jetzt kommt der Masterplan. Jetzt pass auf. Erstmal hier hochfahren. Und ihr ankert dann auch da bitte. Für die weitere Planung. Ich muss euch ganz, 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 ganz präzise genau platzieren. Damit ihr angreifen könnt, ohne von der Hafenverteidigung angegriffen zu werden. Achtung, und Admiral, ihr vollspacken. Was ihr macht. Ach, geht schon wieder mit dem Rum runter. Zeit für einen Sieg. 1000, bitteschön. Ist der Rum schon wieder weg. Alter. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ich wollte gerade den Krieg ziehen, ne? Ich wollte gerade angreifen. Kaufen. Die Waffenruhe wurde beendet. Das ist halt echt lästig mit dem Rum. Ich glaube, ich muss halt wirklich den Rum hier auch einkaufen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Weißt du was? Dann machen wir hier eine unterstützende Route. Da bist die Schnauze voll, weil das, keine Ahnung, es klappt halt irgendwie nur so semi-gut. Handelsrouten. Zap, zap. Hier rum einkaufen. Für das Geld mache ich jetzt keinen Umstand. Weißt du, ich habe diese Handelsroute. Ja, Moment. Scheiße. Willkommen im Emporium X. Früher Vogel 2. Bitteschön. Kleiner Schoner, warum nicht? Schoner steht bereit. Viel Spaß beim Tofgehen, ne? War schön, dich gekannt zu haben. Wie gesagt, ich habe halt hier die Schiffe. Die bringen ja auch den Rum rein. Das mit dem Kaffee nicht hinkriegen, würde ich sagen, machen die vielleicht nochmal einen Kaffee mehr. Oder ich deponiere das. Ein Dampfschiff wäre noch eine Möglichkeit, dass ich es umdisponiere auf ein Dampfschiff, weil die sind halt anscheinend doch deutlich produktiver, die Dampfschiffe. So, das hier klappt nicht. Also nimmst du noch einfach mal Rum mehr mit. Das sind dann 150 Rum. Das sollte passen. Kriegst du das hin? Annehmen. Das sind sogar zwei Schiffe, die das machen. Zwei verfickte Schiffe und die kriegen sich auf die Kette. Wirtschaft ist mal kurz um 5k eingebrochen. Jo, das ist nur wegen dem Kack rum. Es ist immer das Gleiche. Die scheiß Ingenieure. Unmenschen. So, dann, wo wir gerade dabei sind. Wo du gerade Bilanz erwähnt hast. Da wollte ich auch nochmal nachhelfen. Mein Plan ist es ja tatsächlich, gut, mit den Bauern wird es ein bisschen kritisch, gönne ich mir mal gerade. Dann hier nämlich die Bauern noch nachrüsten. Die Bauern sind unbedeutend, da brauche ich nicht so viele von. Und außerdem haben wir da oben ja noch ein bisschen Platz. In die Richtung wächst dann noch die Stadt. Hier oben, wie gesagt, Bauern, Bauern. Das sollte sich dann gleich auf null hoffentlich einpendeln. Polizeistation baue ich mal hier hin. Und dann will ich halt so ein paar mehr Handwerker auch noch haben, nach Möglichkeit. Das war jetzt gerade nicht klug. Ich hätte vorher mal gerade gucken müssen nach Schule. Okay, Kirche ist in der Nähe, das ist gut. Universität, okay, sehr gut. Universität ist ja da. Schiff oder Beschuss? Ja, lass mich raten, das ist vielleicht der frühe Vogel. Nein, das ist das Schiff hier. Warum das? Wo ist denn eigentlich mein Flaggschiff? Ich frag gerade mal so. Ist das schon. Okay, ist schon im Hafen. Bist du hier, um zu helfen? Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt kaufen wollte hier, warum ich hier unten war. Ach so, wegen dem hier. Ich bin es, der gescheitert ist. Danke. Ach, du warst das hier mit dem schön, Museum, ne? Konnte ich dir nicht erfüllen. Habe ich eigentlich erfüllt für dich, aber wolltest du nicht. Tortilla-Bäckerei, Schokoladenfabrik. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ja, wahnsinnig toll, danke. Kakao, Fruchtbarkeit. Bereitgestellt, plus 25%.
Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Beeinflusst die Küche. Welche Küche? Ich habe nur eine. Ich weiß von der Großküche, aber von der hier? 25.000, kann man machen. Beeinflusst Kakaoplantagen, Kautschukplantage, Baumwollplantage, Kaffeeplantage und Bananenplantage. Baumchirurg. Ich glaube nicht, dass wir den schon hatten. Oh, oh, ich sehe einen pinken Punkt. Nein! Nicht gut. Es kommt ja mit seinem fetten Schiff, aber das Gute ist, wenn er das Schiff hier hat, dann... Die Attraktivität ihrer Stadt hat macht er keinen Stunk. Okay, das war die nicht. Sehr gut. Dann können wir die Baumwollplantage noch weiter aufrüsten. Das wird ja episch hier oben. So. Warnung, da oben. Ein kleines Feuer. Und der Beschuss. Schiff unter Beschuss. Du kleiner Arsch. Die Wehrmarks, komm. Zurück in den Hafen, in den sicheren Hafen. Wir geben unser Bestes. Alter. Immer auf die kleinen Schiffe, ne? Immer auf die kleinen verfickten Minischiffe. Ein Schiff und wurde zerstört. Ja, komm hinterher, komm in den Hafen, hast recht. Komm. Der kriegt heute noch auf den Sack, das könnt ihr aber glauben. Guck mal, jetzt ist die Wirtschaft wieder auf 7600. Ich verstehe manchmal die Handlung nicht, warum das manchmal ist. Neue Befehle? Warum er so handelt, wie er handelt. Schiff unter Beschuss. Ey, hat der einen Schaden oder was? Lass doch mein kleines Schiff, lass doch die Wehrmacht in Ruhe. Ich weiß, Max kann manchmal ein Arschloch sein, aber das ist doch kein Grund, dir das so anzugreifen. Ja, komm, greif an. Hast recht. Los. Hopp dich. Mehr als bereit. Und du assistierst nochmal. Sehr schön. Und dann der letzte Schoner, den ich noch hab. Das war der hier, Dorothea. Auf geht's. Nee, weißt du was? Passiert? Das hat keinen Sinn und Zweck. Da jetzt hinterher zu fahren, das macht nicht wirklich Sinn. Weltkarte, die alte Welt. Wir brauchen mindestens einen neuen Schoner. So, und wir haben hier wieder einen tollen Aufstand. Wo? Nee, das war's nicht. Benachrichtigung. Nein, auch nicht Expedition. Ich komme manchmal durch eine. Da kein Wacker. Ach, die Kollegen waren das. Wo ist denn meine Poli... Ach, ich hatte hier noch gar keine. Ihr wart eine von den Glücklichen, die noch keine hatten. Ja, bitteschön, habt ihr eine. Das Tolle ist, die blockieren jetzt nicht wirklich was. Ich habe nur genug auf Vorrat. Problem ist aber leider Gottes, dass sie mir jetzt die ganze Zeit die Ohren voll nülzen. Also ich höre jetzt die ganze Zeit diesen Protest. Und das nervt ein bisschen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Santa Tortuna. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Den Aufstieg nicht möglich. Was ist das denn schon wieder? Kürzlich beschädigt. Natürlich. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Kriegsausbruch zwischen Rivalen. Ich schätze, so kann man es auch formulieren. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Das war ein nett gemeinter Rat, mein Freund. Mehr nicht. So, zum dann hier Mal wieder. Zack. Ergibt es Sinn, was sie tun. Zack. Und auf einmal arbeiten die von ganz alleine auf sonst wie viel 1000%. Produktivität plus 15%. Produktivität plus 12%. Hat sich verringert. Und was habe ich hier noch eben gerade reingesetzt? Da war noch ein drittes Item. Achso, das gilt nur hier für die Baumwolle. Also ich habe die jetzt kaum versklavt, 35%, und die arbeiten... Die Waffenruhe wurde beendet. Kann ich mal gerade gucken. Ja, die arbeiten ohne Versklavung. Ich schnapp mir meine Hacke. Na komm. Sind die eigentlich fröhlicher?
Natürlich. Moment, ich sollte vielleicht erstmal auf Null laufen lassen, bevor ich gucke, was das für einen Einfluss macht. Was? Weg damit. So. Mal gerade gucken, wie auf wie viel Prozent die standardmäßig dann laufen. Das wird sich jetzt nicht ändern. Ich soll vielleicht auch mal die Feuerwache hierhin platzieren, damit die tendenziell dann auch direkt ins Gebiet reinfahren kann. Ins, ich sage es mal, Industriegebiet, ins Baumwollgebiet. Schiff unter Beschuss. Und das ist ein ganz schön großes Baumwollgebiet. Nein! Du scheiß Dreckschiff! Dorothea, du bist so dämlich. Das gibt's gar nicht. Du bist so grenzdebil dämlich. Ich hasse dich. Das war das Schiff, was in die neue Welt fahren sollte. Zerstört. Mhm. Ey. Wir helfen, wo wir können. Leck mich hart fett. Ich suche noch jemanden, der das Deck schrubbt. Einsatzbereit. So, rumgekauft, sehr schön. Das klappt sogar wirklich. Oder suchst du meinen Rat? Eventuell braucht er auch eine Eskorte. So, früher oder später. Das Schiff meldet sich zum Dienst. Der Sommerblick hier, Alit, Pirate Killer, Dragonman, Max Zocker. So, ihr macht den sekundären Angriff. So war das von Anfang an auch geplant. Flotte unterwegs. Bringt euch mal in Position. Ach, hier, Musik. Da war ja was. Ich erinnere mich. Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. Einer geht weg und dann eventuell noch ein Linienschiff, weil sich's anbietet. Oder wir machen noch ein fettes Schiff. Aber dafür brauchen wir noch Einfluss für den Schlachtkreuzer. Wir hätten das vielleicht gerade nicht lektorieren müssen. Du solltest mehr Bevölkerung ranschaffen. Durch das Besiedeln so vieler Inseln und dem ständigen Schiffsverschleiß verlierst du Einflusspunkte. Bald ist das Lektorieren nicht mehr möglich. Ja, ich weiß. Das ist tatsächlich ein Problem mit dem Lektorieren. Schiff vom Stapel gelaufen. Gut, die kleinen Schiffe, die brauchen ja keinen Einfluss, oder? Doch, die machen einen Einfluss. Wenn die halt so blöd sind, was soll ich machen? Da müsste ich halt einmal eins aussetzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Und wo du gerade Bevölkerung sagst, da war ja noch was. Ihr werdet zu... Herzlichen Glückwunsch zu Ingenieuren. Und ihr auch. Und ihr da oben auch? Fragezeichen? So. Da geht schon mal gleich die Tendenz, die Bilanz ein wenig höher. Dann kommen die, eigentlich müssten die dann direkt weiter zu Ingenieuren hochgelevelt werden. Max, ich bleib bei meiner These, dass das eine sehr verschleißanfällige Aufgabe ist hier, mit dem die ganze Zeit lektorieren. So, ihr braucht eine Schule. Braucht ihr auch eine Schule? Ja, es geht hier nur um Schule. Schule. Wann mein Werk zerstört wird. Ich habe eins seiner Schiffe zerstört anscheinend. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Schule. Universität. Varieté. Warum? Ingenieure. Schule war unter Arbeiter, ne? Ja. Ob ich das jetzt generell hier hinten noch so weiter ausbauen möchte? Ja. Wie schaut es mit der einen Schule aus, die ich habe? Mit den zwei Schulen? Ich habe zwei Schulen. Dann würde ich sagen, da hinten kommt noch eine dritte hin. Da mache ich das Bauernviertel auch wirklich Richtung Bauern. Also da oben. So, das passt auf. Rathaus. Vielleicht kriege ich da noch einmal. Kriege ich, perfekt. Ja, das ist ein bisschen eigensinnig, der Baustil, aber es passt.
Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. In Goldfort. Haben die eigentlich eine Macke? Kia, ich wünsche noch. Schaff dir die Pendlerhäfen an und mach eine Insel nur für Bauern, somit kannst du schnell Bevölkerung aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Nur für Bauern, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Also das wäre auch eine sinnvolle Investition. Mal gerade gucken. Also ich habe bislang noch keinen Sinn gesehen, mir hier einen Pendlerhafen anzuschaffen. Besucherkai, Ingenieure, Insel eines Konkurrenten wird Pendlerkai. Belagert. Passt platztechnisch noch gut hin. Was haben wir hier? Fischerei. Ja. Weg damit. So, das ist der Pendlerkai. Und du hast tatsächlich recht, dann würde ich auf meiner Hauptinsel einfach gar keine Bauern mehr ansiedeln, oder? Das so wäre der Gedanke. Dann machen wir halt hier komplett bauernfrei. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Was? Lol, der Russe. Die Insel eines Konkurrenten. Also in dem Falle nicht der Russe, sondern der Grüne, der Malchingen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Weißt du was? Ich habe, glaube ich, jetzt gefühlt kein Mitleid mehr. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Mitleid hatte. Max, kurze Frage, hast du den Monitor eigentlich schon mal gebaut? Ich habe mich mal gefragt, was das Ding überhaupt ist. Ich wollte es nachgucken, nach dem letzten Stream habe ich vergessen. Was kann der Monitor? Also kann ich den... Hat er HDMI oder DP? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Also diesen Displayport, ne? Gibt's ja auch noch. Ich frag nur. Muss ich wissen, bevor ich den jetzt baue. Ich bin übrigens sehr erstaunt, dass das mit der Handelsroute hier funktioniert, ne? Das Schiff fährt eigentlich die ganze Zeit mitten in Feindesgebiet. Und trotzdem wird es nicht abgeknallt. Hi. Guck mal, das kriegt das echt hin. So, und so. Annehmen. Habt ihr noch nie gebaut, aber was ist das denn? Okay, dann musst du es selber nochmal nachgucken, wenn du es auch nicht weißt. Eine Sache vielleicht noch tatsächlich. Was brauche ich für einen Reparaturkai? Weil das wäre, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Wenn ich jetzt hier einen Reparaturhafen baue. Weil, also das mit dem Pendlerkai mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Im nächsten Stream. Weil jetzt ist erstmal wichtig, dass ich den Krieg gebacken kriege. Weil ich will dem jetzt seine Hauptinsel wegballern. Das ist jetzt die Vergeltung. Vielleicht nicht komplett wegballern, dann kann er hier seine Ölinsel, darf er gerne noch behalten. Aber seine Hauptinsel, die muss weg. Unter allen Umständen. Und das möchte ich ganz gerne realisieren mit möglichst wenig Aufwand. Aber trotzdem, ich glaube, ein großes Schiff kann nicht schaden. Ein Schlachtkreuzer. 12 Einfluss noch. Eventuell ein größeres Frachtschiff. Alles klar. Ich guck mal nach noch. Also jetzt nach dem Stream. Würde mich mal interessieren. Arbeiter. Rabadokran. Wir brauchen Stahl, wir brauchen Holz, wir brauchen... Geld haben wir. Bisschen. Und wir brauchen Ziegeln. Haben wir ein Schiff mit 3 Slots hier zufällig nach oben? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Obwohl, kann ich eigentlich ganz auf Bauern verzichten? Hierfür brauche ich Ingenieure. Hierfür brauche ich... Das ist das Öldepot, verdammt. Hierfür bräuchte ich dann die Arbeiter. Brauche ich noch für irgendwas hier großartig Bauern? Ach, ich hole die ja ran, stimmt ja. Gut, dann das machen wir. Ich guck schon mal gerade, wo ich das Ding hinplatziere. Pendlerkai, wo passt es denn hin? Theoretisch hier. Einfach so plump daneben. Und dann im Prinzip hier nochmal eine Hafenverteidigung. Links, rechts daneben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Sieht jetzt nicht sonderlich schön aus, aber ich würde es dann erstmal so belassen dabei. Zeit in Sextant. Nein, nicht Zeit in Sextant. Das machen wir dann. Nicht jetzt.
Ach, Moment. Hafen. Und vor allen Dingen den Aufstand haben wir immer noch irgendwo. Ist es der noch in Kein Wacker oder ist es der in... warum heißt das Scheißkaff eigentlich Kein Wacker? Na gut, das interessiert mich nicht. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Und ja, das war in Kein Wacker. Ich habe mich gerade mit ihrem lächerlichen... Schnauze. Ende von dem Ganzen? Oder haben wir noch... Wir haben noch den Aufstand, scheiße. Die wollen's auch nicht gut lassen, ne? Ich weiß nicht, ob ich wirklich Goldfurt zu meiner Bauernsiedlung haben möchte. Du siehst, was hier abgeht. Spielstand gespeichert. Das machen die schon das dritte oder vierte Mal. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Okay, da ist ein Schlachtkreuzer hier unten. Eigentlich ist es der optimale Zeitpunkt, um mal anzugreifen. Ja, Tanker bereit. Die Straßen sind wieder sicher. Sehr gut, La Isla ist wieder beendet. Ja, ich glaube, es ist jetzt... Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Es ist jetzt langsam Zeit. Zur Stelle. Ziegel. Eisen. Wir helfen, wo wir können. Holz könnte man theoretisch da unten schon produzieren. Ich will einen Reparaturkran unten haben. Weil wir werden sehr auf die Fresse kriegen, kann ich jetzt schon sagen. Machen wir hier einmal Holz. Damit es ein bisschen schneller geht. Wir stecken hier viel. Hier muss natürlich erstmal aufgeforstet werden, das ist so das einzige Problem. Aber das kriegen wir hin. Eisen vorkommen, Zement, Zink. Oh, hier gibt es Zink. Na gut, das ist mir jetzt auch relativ egal.